Hey Leute, schön, dass ihr das Video eingeschaltet habt zu einer neuen Folge So geht das. Heute geht es darum, wo sind die Fußballtouren und wie schaltet man die Touren frei? Die erste Tour befindet sich natürlich direkt im Bus und das ist bei den guten Herr Veteran. Und die schaltet ihr quasi während der Story frei, wenn ich mich nicht ganz irre. Weil ihr könnt während der Story nämlich auch hier gegen ältere Mannschaften hier antreten. Und so könnt ihr dann halt währenddessen auch ein bisschen trainieren. Und die nächste Tour wäre die Maritimes Tour. Nein, bitte. Nein, lass mich mal in Ruhe hier. Danke. Und die schaltet man quasi frei. Wir gehen mal eben kurz dorthin. Kleiner Moment. Okinawa Maritimes. Die ist nicht von Anfang. Also, wenn ihr quasi das Spiel durchgespielt habt, dann müsst ihr gegen Dark Emperors als erstes antreten, sobald dann dort die Credits durchgelaufen sind und wenn ihr das Spiel nochmal neu ladet, beziehungsweise nicht neu, sondern wenn ihr dann quasi ladet das Spiel, dann meldet sich nämlich der Maritimes Trainer und ruft dann nämlich Sean Frost quasi an. Nee, nicht Sean Frost. Oh mein Gott. Sorry, ich bin hier gerade voll verwirrt. Und ja, ihr seht's auf jeden Fall. Und zwar ist es ja Ken Hurley, ist er hier bei ihm im Team. Und er sagt halt, dass er eine Fußballtour quasi hat. So schaltet ihr quasi auch automatisch ihn direkt frei. Die nächste Tour wäre nämlich in dem Fall die Alpine Junior High. Dafür müsst ihr nämlich quasi das Ganze noch einmal machen. Dafür müsst ihr, wenn ihr das durchgespielt habt und wollt direkt beide freischalten, dann geht ihr einfach wieder zu Raymond zurück. Und dann aktiviert sich natürlich das ganz normale Event hier. Als wenn man das Spiel durchspielen würde. So, wo sind die Mädels? Dark Emperors? Fragezeichen, blablabla. Die Menschen sind wieder gefangen. Also das ist das 1:1 das gleiche Event. Die Dark Emperors ist auch nicht stärker und man muss auch erst gegen die Roben wieder antreten. Und danach kommt der Dark Emperors, dann kommt wieder eine ganz normale Story, Cutscene-Gedöns. Wenn ihr das zum zweiten Mal besiegt habt, kommt nochmal eine Zusatz-End-Cutscene. Die könnt ihr euch auch gerne reinziehen. Dann laufen wieder ganz normal die Credits. Und wenn ihr dann das Spiel nochmal ladet, dann, meldet sich quasi dann der gute Dude hier, warte, von der Alpine. Und dort will er nämlich mit Sean Frost reden. Ich gehe mal kurz hin und dann blende ich das für euch auch ein, wie er ihn anruft. So, das ist einfacher zu erklären. er ruft quasi nämlich ihn an und erzählt, ja, dass er neue Spieler, neue Mannschaften, gegen die antreten, blablabla, ne, könnt ihr ja selbst sehen. Damit habt ihr schon direkt die zweite freigeschaltet, bevor ihr irgendwas gestartet habt. Also, wenn ihr es wollt, könnt ihr quasi nach dem Durchspielen einmal wieder zu Raymond gehen und nochmal gegen die Dark Empress antreten. Das ist wirklich ein Endlos-Loop. Raymond ist quasi eben ein Endlos-Bereich. So, jetzt kommen wir zum eigentlichen Kernpunkt hier. Ich bin mir da echt nicht so ganz sicher. Ich habe jetzt eine Theorie, wie man nämlich die dritte Tour nämlich freischaltet. Aber hier gehen mir ja gerade wieder 4 versus 4 auf den Sack. Wir gehen mal eben zum
Platz. Dafür müssen wir nämlich nach Osaka. Nein, nicht nach Innenstadt. Ach, ich bin so verwirrt heute. Was ist denn los? Ach, mein Kopf macht mich kaputt. So, egal. Das Video kommt trotzdem auch online. Verwirrt halt. Funktioniert halt. Nicht so. Oder so. Ich habe keine Ahnung. Guck mal, ich laber nur Müll. Ich bin echt verwirrt. Ich hoffe, ihr versteht mich. Im Endeffekt ist es einfach alles easy. So, hier quasi befindet sich in diesem Laden Sus Mutter. Und diese Tour schaltet man quasi, ja, frei, indem man, ich hab sie ja freigeschaltet, so, geht eher auf Ergebnis. Und ich bin der festen Meinung, man braucht 20 Siege bei Merit Times und Alpin, also nicht gleichzeitig, sondern insgesamt 20 Siege, denn bei Alpin hat es bei dem 21. Sieg kam nämlich ein Anruf, dass Merit, ihr seht's, ich hab's, das seht ihr jetzt, hat nämlich der Merit Times den Alpin-Trainer angerufen und irgendwas halt gelabert, dass es geile Pfannkuchen gibt, etc. Und das zufolge ist halt so, dass Frau Hartland nämlich jetzt auch die Tour hat. Ich hoffe mal, ich blende auf jeden Fall alles ein. Die sagt auch noch mal irgendwas davor. Ich habe so, am Anfang habe ich ein bisschen schnell gedrückt. Und somit schaltet man quasi auch die Tour vor. Also, man muss insgesamt bei beiden Touren 20 Siege haben. Ich bin der festen Meinung, dass es so ist, weil ich habe hier 18 Siege und beim dritten, also zwei Siege habe ich ja gehabt, das sind 20, und erst beim 21. Sieg quasi rufen sich vielleicht gegenseitig an. Ich habe es noch nie wirklich ausprobiert. Ich habe immer erstmal Merit Times und dann Alpin. Und Merit Times habe ich hier diesmal mehr Siege gewonnen. Deswegen, ihr könnt mich da gerne korrigieren, aber ich bin der festen Meinung, ihr könnt es mal ausprobieren, wenn ihr da ganz frisch seid. Spielt mal 10 Siege auf Merit Times und geht mal zur Alpin und spielt dort auch mal 10 Siege. Und speichert quasi dort ab und spielt quasi einen Sieg in Alpin nochmal, also der 21. Sieg. Also habt ihr ja schon 20 Siege. Und beim nächsten Sieg ruft nämlich derjenige an. Und was würde passieren, wenn man das bei der Merit Times, wenn man dort den 21. Sieg holen würde? Leider kann ich das hier nicht wirklich großartig. Dafür müsste man immer die Spiele, dafür müsste man das Wissen haben, wie es genau ausgelöst ist. Aber ich bin halt der Meinung, ne, ich habe hier 18 Siege, ich habe dort 3 Siege errungen, und beim dritten Sieg von der Alpin, und das war jetzt in dem Fall gegen die Ersatzteam 3, glaube ich. Danach, nach dem Spiel, nach dem Sieg, nach dem er wurde angerufen, der Alpin-Trainer. Also das ist so verwirrend, ja, ich weiß. Und er erzählt halt leckere Pfannkuchen etc. Und dann geht man einfach zu Frau Hartland und hat die Tour freigeschaltet. Mehr kann ich dazu nicht sagen, also das ist meine Theorie. Ja, die dritte, nicht die dritte, die letzte Tour ist auch sehr einfach. Beziehungsweise, die ist nicht so einfach. Weil viele Leute wohl doch noch das Problem haben, das Spiel zu downloaden. Dazu habe ich auch ein Video gemacht. Ich erkläre es mal, während ihr das wunderschöne Thumbnail vom Download-Video seht. Ich reise mal eben kurz zu Tokio und zum Bahnhof, das ist ganz wichtig. Also wenn ihr das Spiel gedownloadet, dass das Spiel den Download abgeschlossen habt, um diese Download-Sachen hier zu bekommen. Ihr müsst quasi mit eurem Handy erstmal normalen WLAN-Verbindungen mit eurem Router machen, und im Handy müsst ihr einen Hotspot errichten. Also ihr braucht
quasi Internet. Ich bin mir unsicher, ob es mit mobile Daten funktioniert. Könnte aber sein, weil es ja auch eine Art Empfang ist. Also ich bin zu Hause und habe mein Handy mit WLAN natürlich verbunden mit dem Router. Somit habe ich Internet auf mein Handy. Und das könnt ihr könnt quasi euren Handy quasi als Router machen, der sogenannte Hotspot. Ihr müsst den Hotspot einrichten ohne Passwort. Da müsst ihr natürlich schnell sein, weil wenn jemand nach Hotspot sucht, kann nämlich direkt bei euch in der Verbindung mit eintreten. Das heißt, er nutzt quasi für free euer WLAN, weil ihr nämlich Passwort. Aber es geht relativ schnell. Dann müsst ihr quasi das verfolgen, was im Video ist. Ihr müsst quasi jetzt auf ein Video gehen und die ganzen Daten eingeben, die ich dort eingegeben habe. Sobald ihr das getan habt, folgt ihr einfach das Video weiter, bis ihr das Ganze runterladen könnt. Müsst natürlich auch WLAN anhaben, etc. Hotspot muss errichtet sein ohne Passwort. Die müssen sich gefunden haben, die beiden. Das seht ihr quasi an den ist die Verbindung aktiv? Seht ihr das an den grünen Balken? Ich hatte mein Handy natürlich nebenan. Wie ihr einen Hotspot errichtet, das hängt von eurem Handy ab. Ich kann nicht für jedes Handy gleich sprechen. Ich habe zwar unter dem Download-Video zwei Links verlinkt, wie man bei Android und bei iOS macht, aber wenn das nicht euch hilft, müsst ihr selber googeln, wie ihr mit euren iPhone XY, Samsung XY oder Huawei XY dort einen Hotspot errichtet. Das weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich bin kein Handy-Pro. Da müsst ihr einfach mal selbst googeln. Ansonsten halt einfach dem Video folgen. Und bei mir hat es ja auch erst beim dritten Mal funktioniert, damit sich die Download-Sachen aktiviert haben. Dann speichert ihr das, wenn ihr es alles geschafft habt. Easy. Dann geht ihr zum Bahnhof und dort ist nämlich der Händler für die ganzen Sachen. Und dort brauchen wir nämlich einen Schlüssel. In Eichsturm habe ich das Ganze ercheatet. Ja, damals wussten wir nicht, dass es geht. Das ist ja erst letztes Jahr durch Milosaki haben die das herausgefunden, wie man heutzutage immer noch die Download-Sachen bekommt. Wie gesagt, es ist gar nicht so schwer. So, dafür braucht ihr nämlich den Lagerhallenschlüssel. Den habe ich nicht. Den kaufe ich mir jetzt hier ein. Und damit habt ihr automatisch quasi auch die letzte Tour freigeschaltet. Ich hoffe mal, ihr habt das jetzt alles verstanden. Ansonsten raste ich hier aus, ey. Also das ist wirklich nicht schwer. Man sollte mir auch mal ein bisschen zuhören. So, ihr müsst zum Einkaufsviertel. Und dann gibt es ja hier hinten die Lagerhalle. Und dort drin ist nämlich der gute Artik von der Osaka Junior High. Und damit habt ihr jetzt alle quasi 5 Touren freigeschaltet. Ich gehe trotzdem aber nochmal hin. Und mehr Touren gibt es hier nicht. Also bei den mehr Touren gibt es nicht. Also die Tour könnt ihr immer noch, ne, wie ihr seht, könnt ihr immer noch. Also ich habe ja das Spiel gedownloadet. Man sieht es ja auch. Ist ja nicht so, dass ich hier Müll erzähle, sondern dass es ja auch wahre Begebenheit ist. Ich habe ja auch gedownloadet. Ich habe ja alles so gemacht, wie mir Milosaki es erklärt hat. Ich musste selbst googeln, wie ich mit meinem Handy einen Hotspot errichte, weil ich es noch nie in meinem Leben getan habe. Ich müsste es jetzt selbst nochmal googeln, um nochmal zu checken, wie mache ich nochmal einen Hotspot auf mein Samsung Galaxy S7. Ja, wie gesagt. Und damit habt ihr quasi die letzte Tour freigeschaltet. Müsstest du unglaublich Fußballtour ausprobieren. So, wir gehen auf Ergebnis und damit habt ihr jetzt alles freigeschaltet. So, hier nochmal in Kurzform. Veteran kriegt ihr von Anfang an, kriegt ihr irgendwann während der Story. Maritimes bekommt ihr nach dem ersten Mal durchspielen, dann ruft er quasi euch an, wenn ihr das Spiel neu geladen habt. Spielt ihr noch einmal gegen die Dark Emperors, einfach nur zu Rayman Junior High rennen. Dann
bekommt auch automatisch nochmal eine neue Cutscene, die etwas länger ist. Dann ladet ihr nochmal das Spiel, dann meldet sich nämlich der Alpin-Trainer. Sobald ihr in Maritimes und in Alpin 20 Siege errungen habt, also 10-10, 5, also es müssen insgesamt, ne, 20 Siege sein, nicht bei beiden, weil 20 Siege bei Maritimes geht nicht. Die HK hat nur bis maximal 19. Das heißt, wenn ihr dort 10 Siege habt und bei Alpin auch ebenfalls 10 Siege und beim 21. Sieg, gehe ich davon aus, melden sie sich gegenseitig. Ich bin mir unsicher, ob Alpin-Trainer den Maritimes-Trainer anruft oder halt andersrum nur möglich ist. Das kann möglich sein, dass nur der Maritimes-Trainer Alpin-Trainer anruft und halt erzählt, oh, es gibt leckere Pfannkuchen bei Frau Hartland. Und dabei hat sich quasi auch Frau Hartlands Tour freigeschaltet, wenn ihr diesen Anruf bekommt. Dann geht ihr zu Frau Hartland, sprecht sie an, könnt die Tour spielen. So, das sind alles Ingame-Touren, die ihr so ganz normal freischalten könnt. Money Artics Tour schaltet nur durch den Lagerschlüssel ein. Und dazu müsst ihr das Spiel gedownloadet haben. Puh, ich hoffe mal, ich konnte es euch irgendwie jetzt noch näher beibringen, wie ihr in Inazuma Eleven 2 Feuersturm, Eissturm die ganzen Touren spielen. Und das sind die 5 Touren. Ja, ich wünsche euch auf jeden Fall viel Erfolg damit. Eissturm habe ich bereits alle Touren durchgespielt. Und hier werde ich das in Feuersturm ebenfalls tun. Und ich hoffe, ich konnte euch jetzt endlich die Augen öffnen, wie ihr was freischaltet. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal irgendwann mal wieder. Also, bis dann.